Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview Review. Dieses Mal zu Colonia Dignidad, einem Film mit Emma Watson und Daniel Brühl in den Hauptrollen. Worum geht es in diesem Film? Es geht um die Zeit des Militärputschs von Pinochet gegen Salvador Allende. Und Daniel Brühl spielt einen jungen Deutschen, der in Chile einen Allende-Unterstützer ist, der Plakate malt und so etwas. Und dann kommt der Umsturz, er wird verhaftet und dann wird er in ein Foltercamp gebracht. Seine Freundin, gespielt von Emma Watson, ist Lufthansa-Stewardess und sie versucht ihn dann zu finden. Kommt darauf, dass er in die Colonia Dignidad gebracht wird, was wohl ein Foltercamp ist. Das alles basiert auf einer wahren Begebenheit. Dementsprechend verrate ich auch nicht zu viel. Auf jeden Fall schleust sie sich dann in dieses Camp ein und versucht ihn rauszuholen. Und was da passiert, das möchte ich jetzt nicht erzählen für alle, die es sich anschauen wollen. Gespielt sehr, sehr gut. Daniel Brühl spielt wirklich sehr, sehr gut. Im letzten Film, wo ich ihn gesehen hatte, spielte er ja einen schwulen Restaurantchef, der aus Frankreich stammt, der in einem New Yorker Restaurant oder so arbeitet. Jetzt das, ganz anders, sehr schön. Das Ganze müsste irgendwann in den 60ern spielen. Wann der exakte Putsch ist, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber so. Und wie gesagt, das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit. Es ist durchaus spannend und so. Es ist halt ein politischer Film, ein historischer Film, Geschichtsfilm. So, es ist halt kein Kostümkino, wenn man es genau nimmt. Wenn man die Zeit ein bisschen. Also, es ist nicht so schlimm wie napoleonische Kriege oder so etwas. Und es ist gut gemacht, es ist durchaus sehenswert. Es ist nur halt nicht das Genre, das die Massen ansprechen wird. Dementsprechend von Inszenierung und schauspielerischer Leistung ganz klar top, aber es ist kein dramatisches Action-Kino und so, und dementsprechend müsst ihr selber wissen, ob ihr sehen wollt. Und damit auf ein gutes neues Kinojahr 2016. Bis zum nächsten Mal.